Oh nein! Das ist eins von diesen Kampftoren. Wir sitzen hier fest, bis du alle Gegner besiegt hast. Ah, wie die Gegner da! Hol sie dir, Skylander! Jumpy! Um die Jumpies zu besiegen. Also, weißt du, woran mich so Blastzone erinnert? Von den Attacken. Anni-Ropter! Und hier ist wohl. Benutze X und B, stand da irgendwas. Ja, das sind ja unsere Angriffe. Prima und Sickende. Eben die Eruption und die Feuerbälle. Wir haben, ich denke mal, die Spezial-Attacke wird dann auf Y kommen. Die wird ja wohl hoffentlich noch da sein. So, hier geht's nicht runter. Nö. Dann reden wir nochmal mit Barkin. Können wir nicht. Der sagt nur Hurra und klatscht ein bisschen rum. Toller Dank. So, was haben wir dann? Schatztruhe. Und da oben ist irgendwer. X drücken. Okay, das ist easy. Eins von drei Schatzkisten. Das ist wahrscheinlich wieder gebietsabhängig. Ja. So wird's sein. Also es ist auf jeden Fall neu. Es wirkt ganz anders als die ersten beiden Titel. Das ist schon abartig, wie anders es ist. Wir haben sie dich erwischt. Das werden mir diese Griebels büßen. Die Griebels sperren diese bemitleidenswerten Wesen in Käfige. Was wollen sie nur mit ihnen? Das lasse ich nicht zu. Geh du nach Holzhausen, Skylander. Ich hole die Leute aus den Käfigen raus. So einfach ist das also. Hier können wir ein bisschen drauf hüpfen. Aber so. Also sind schon noch unsichtbare Wände da. Du gehst weiter nach Holzhausen, Skylander. Und ich hole sie aus den Käfigen. Und sei vorsichtig. Aber sowas hier sind zum Beispiel so einfach mal Schätze oben drauf. So ganz oben kommen wir nicht rauf. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt der eine oder andere höher springen kann als die anderen. Das wäre echt fies und man müsste es stetig wechseln. Griebelspinner. Okay, der kann schießen. Was mir eben aufgefallen ist, dass Ion den auf Deutsch genannt hat, aber da der englische Name stand Screwball oder irgendwie sowas. Nee. Das hilft jetzt nicht der Verständnis halber. Was haben wir hier denn noch? Ist das so ein legendärer Schatz? Ausgezeichnet! Nee, das ist Flints verlorene Dinge. Das ist einfach nur Schund, was hier rumliegt. Was wir für den sammeln müssen anscheinend. Vielleicht können wir damit ja das Schiff wieder aufbauen oder so. Also ich habe das Spiel jetzt, ich habe mir noch... Ich weiß, dass Amerikaner zum Beispiel das Spiel schon teils seit zwei Wochen... Denk dran, Portalmeister. Du kannst deine Skylander jederzeit wechseln. Also es gibt wirklich Amis, die spielen das Spiel schon seit zwei Wochen und ich habe es eben erst seit heute. Das macht es für mich jetzt nicht so einfach, weil viele vielleicht schon die amerikanischen Let's Plays gesehen haben. Und meine Videos eben dadurch ein bisschen langweilig wirken. Aber ich habe halt keine Wahl. Ich meine Güte, ein echter Skylander. Wir sind gerettet. Wenn du den Haken da lösen könntest, kämen wir sicher aus den Käfigen raus. Jawohl, Miss Poppy. So, sonst ist hier nichts. Je nachdem, wie auffällig eben Verstecke sind in dem neuen Teil. Hier, daran sollen wir ziehen. Ich schaue mich aber erstmal um. Hops. Da unten laufen irgendwelche Jumpies rum. Geil. Auch RT und dann X drücken, oder? Rechten Stick drehen, okay. Vielen Dank, Skylander. Wir helfen dabei, die übrigen dieser armen Wesen zu befreien. Okay, ihr helft also Tessa. Das ist die ganze Zeit unten auch. Wir müssen die Griebels aufhalten. Dass das die ganze Zeit da unten blinkt mit Stark hier und Feuer, das nervt ein wenig. Weil ich eben doch Feuer drin habe. Wenn ich es jetzt nicht drin gehabt hätte, dann wäre ein Hinweis toll. Wenn ich es aber schon drin habe, ist es doch recht überflüssig, oder? Oh, was ist denn hinter mir? Ah, da schießt er bestimmt hin. Das ist die Markierung. Ja, genau. Und es fällt auch nicht wirklich so doll auf. Da die kleinen roten Umrandungen. Es ist so ähnlich wie die Bogenschützen aus den alten Teilen. Hier ist doch so ein Baumstamm, aber das können wir auch nicht nutzen. Ich suche schon, glaube ich, zu extrem nach Verstecken. Einen Schlüssel. Okay, das ist immer noch das Alte. Also alte Elemente sind da. Und neue sind dazugekommen. RT wieder. Mhm. So, mit dir kann ich nicht reden. Sieh her, Skylander. Diese Elementartore sind überall auf den Wolkenbruchinseln zu finden.
Sie warten hier schon seit fast 100 Jahren auf eure Rückkehr. Die Legende besagt, dass die magischen Tore sich nur für Skylander mit dem passenden Elementsymbol öffnen. Das ist ein Lebenstor. Es öffnet sich nur für Skylander mit dem Lebenselement. In Wolkenbruch gibt es auch Dual-Elementar-Tore zu finden. Um sie zu öffnen, brauchst du beide passenden Elementsymbole. Es ist ganz egal, welche Swap-Force-Teile passen. Die Elemente können sogar auf zwei verschiedenen Skylandern sein. Wie? Jetzt ehrlich, oder? Ich brauche jetzt... Nur Skylander der Elemente Feuer und Wasser können dieses Tor öffnen. Also dafür ein ganz fettes Dislike, Activision. Ein ganz, ganz fettes Dislike. Warum? Ich finde es jetzt erstmal okay, die Idee. Aber man ist quasi wieder dazu gezwungen, 8 Swap Force Skylander zu kaufen, um alle Tore zu öffnen. Weil ich habe jetzt 4 und kann eben... Also was fehlt mir? Fehlt zum Beispiel Technologie fehlt mir komplett. Erde, glaube ich, habe ich. Jedenfalls fehlen mir 4 Elemente. Und das finde ich... Ja... Ich möchte jetzt nicht scheiße sagen, aber doch. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Doch ist es. Verstehe ich gar nicht, warum sowas sein muss. Ich werde mir nicht 8 Swap von Skylander kaufen. Niemals. Auch wenn ihr es gerne hättet. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier in der Mitte? Achso, das ist so ein Wasserstrahlding. Das macht auch gar keinen Schaden. Die einzelnen Münzen, ja, Philippans, da können wir rüberhüpfen. So, da ist wahrscheinlich ein Schatz. Ansonsten sieht das alles noch sehr chillig aus. Das ist eben auch noch das erste Level. Ich werde versuchen, 2 Videos täglich davon hochzuladen, damit ihr da auch euren Spaß dran habt. Wann heute das erste kommt, weiß ich nicht. Erstmal werde ich das Unboxing hochladen. Oder es ist am Hochladen. Und dann kommt der erste Teil eben, wenn es gerendert ist. Passt schon. Die Parts werden eben auch nicht so lange sein, weil ich immer noch mehrere Stunden hochlade für einen, so einen 15-Minuten-Part. Und ich denke, wenn wir dann 2 Videos am Tag machen, sind es 30 Minuten. Ist okay, denke ich mal. Anders geht's leider nicht. So, wir grasen jetzt mal alles ab. Da ist ein Päckerle. Okay, gibt's hier wieder Hüte? Piu, piu. Legendärer Schatz in einem Geschenk, okay. Legendärer Schatz gefunden. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Da stand irgendwas mit plus 5 Rüstung. Oh, das Menü sieht auch. Was haben wir denn hier eigentlich so? Ziele? Begib dich nach Holzhausen. Sonst können wir hier nichts wechseln. Skylander, Werte, Hüte, okay. Wir haben jetzt keinen Hut. Der legendäre Schatz war wahrscheinlich kein Hut. Oder... Nee. Verbesserung oben unten. Quest verwalten, okay. Das ist alles beim Alten. Haben wir hier irgendwo... Oh, okay, nee. Und irgendwo hier muss der sein. Nicht bei Hüte, legendärer Schatz. Ja, meistens magischer Spiegel. Plus 5 Rüstung. Haben wir die jetzt immer die 5 Rüstung oder wie funktioniert das? Kann jetzt Freunde ansehen? Nee. Anscheinend haben wir jetzt immer plus 5 Rüstung. Mit mir. Also würde ich es jetzt deuten. Und das ist ein, ja, Art Portal. Okay. Und schwupps. In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Haben wir ja jetzt. Du brauchst einen lieben Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Okay. Aber wie gesagt, das finde ich echt doof, dass diese Dualtore... Mag ich gar nicht. Werde ich mich nie mit anfreunden können. Leise, aber tödlich. Dark Stealth Elf. Müsste die nicht Dark Ninja Stealth Elf heißen? Weil ist ja... Sehen wir es uns an. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Okay. Zum Glück ist ein Skylander vor Ort. Meine 3 Schafe sind abgehauen und haben sich in Stachelweiden verfangen. Ich trau mich nicht durch diese Disteln durch. Wäre echt nett von dir, wenn du die Schafe für mich befreist. Der kleine Bruder Peter. Rette die fehlenden Schafe 0 von 3. Haben wir jetzt eine neue Aufgabe gekriegt?
in dem Tor. Oder hinter dem Tor. Oh. Es ist ein bisschen schneller. Zumindest die ersten Schritte. Muss man aufpassen. Ich sammle erstmal hier jeden Philippans ein. So, und die kommen muss. Die Attacken sind noch ziemlich die alten, ne? Genau. Wir können uns hier wieder warpen. Schwupps. Das passt schon. Und dann erlernen wir natürlich wieder die Akrobatik wahrscheinlich. So, muss ich den jetzt einmal befreien, ja. Oh nein, ein Skylander! Nehmt ihn ins Visier, Griebels! Oh oh. Halte die Skylander davon ab, unsere Leckerbissen zu klauen! Ihr wollt doch nicht etwa auf mich schießen? Schießen die jetzt auf das Schaf? Ja. Ich dachte, die töten das jetzt. Nein, so abstrakt sind die nicht. Oh, warum bin ich da jetzt runtergefallen? Ich hätte auch Bumble Blast nehmen können, aber den haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt wollte ich wenigstens mal gucken, wie Stealth so optisch in-game aussieht. Aber bis auf, dass sie jetzt schwarze Kleidung hat, hat sich da nichts getan. Oh, warum hat die eigentlich blaue Haare und keine Ninja-Mütze auf? Okay. Das wäre jetzt das, was ich erwartet hätte. Vielleicht gelangt das wieder alles durch die Upgrades. Kommt wahrscheinlich dann wieder dazu, wie auch bei den alten Spielen. Dass sie sich optisch wieder verändern, so kleiner Wolf. Hau ab. So, da haben wir das Schafi. Wow, danke Skylander. Hier ist eine Kleinigkeit, um deinen, Kopf warm zu halten. Auf dem Weg nach Holzhausen. Ah, ein Paket. Ein Geschenk und wahrscheinlich ist ein Hut drinne. Ja. Hut gefunden. Ofenrohrhut. 5 Rüstung, 2 kritische Treffer und 5 Elementarkraft. Ja, machen wir einfach mal. Noch eine Tarnung. Der ist auch gar nicht groß, der Hut. Der ist größer als sie selber. Was ich sagen wollte, der Hut hat jetzt zum Beispiel 3 Stats. Rüstung, kritische Treffer und... Was war das? Elementarkraft? In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Das war ja eigentlich so üblich, dass sie immer nur 2 verschiedene Stats hatten. Und jetzt dann doch 3 ist schon... Gefällt mir. Kloppen und sabbern! Kloppen und sabbern? Slubbertooth, auch noch nicht gespielt. Okay, der ist auf jeden Fall sehr langsam. Der kann ein bisschen reißen. Also der kann nur zubeißen. Okay, noch. Vielleicht kann er auch irgendwann mal mehr. Du bist doch stark, Skylander. Du kannst die Blöcke einfach wegschieben. Okay, die Elemente sind auch wieder dabei. Ist echt toll, die Skylander in der Nähe zu haben. Ein Seelenstein auch. Hops, hops. Oh nein, wirklich? Popzorn, neue Kraft freigeschaltet. Puffen und nicht puffen. Puff, was? Wir gucken uns die Vorschau mal an. Hey, der sieht ja sogar voll normal aus. Wenn er sich nicht gerade aufplustert. Ich dachte, der ist immer so fluffig. Nee. Zeit zum Krachen! Und woher ich das weiß, wie Popzorn aussieht, weil ich ihn ja besitze. Wie kommt der jetzt schon? Bis euch zerreiße ich ein bisschen. Boah, der Schaden von dem, was geht ab. 47er, das ist wahrscheinlich wieder was von Flints Zeug. Okay. Ja. Da kommt auch nicht jetzt groß ein Menü von wegen so und so, du hast das gefunden. Nee, da steht einfach nur verlorene Dinge. Fertig.